Dieser Song erscheint heute vor 20 Jahren auf dem Album In The Zone von Britney Spears. Und genau dieser Song ist der erfolgreichste Track ihrer Karriere. Toxic ist nicht nur der einzige Song, für den Britney Spears einen Grammy gewinnt. Ja, wirklich der einzige Grammy, den sie gewonnen hat. Der Song hat erst diesen Sommer die 1 Milliarde Stream-Marke auf Spotify geknackt. Das schaffen gar nicht so viele Songs. Genau 449 findet man aktuell im sogenannten Billions Club. Eigentlich ein absurder Zufall, dass ausgerechnet der Song mit dem Titel Toxic so erfolgreich wird. Ein Songtitel, bei dem heute 20 Jahre nach der Veröffentlichung doch so einiges mitschwingt. Britney Spears Trennungen von toxischen Boyfriends, das Drangsaliertwerden durch die sexistische Presse und die Paparazzis der Nullerjahre. Und nicht zuletzt die Vormundschaft ihres Vaters, die sie 13 Jahre lang aushalten muss. Seit knapp 2 Jahren ist Britney Spears nun wieder Herrin ihrer selbst und bezieht zum ersten Mal Stellung zu all den Geschehnissen. Ihre Autobiografie The Woman in Me kann man seit letzter Woche lesen. Im Popfilter geht's heute um dieses Buch. Es wirft nämlich auch ein neues Licht auf ihr Album In The Zone. Das Album, das heute sein 20. Jubiläum feiert. Es ist Mittwoch, der 1. November. Mein Name ist Jessie Hughes. Hi. Hier hört ihr Britney Spears und Madonna. Hey Britney. Da kommt euch bestimmt direkt ein Bild vor Augen. Britney Spears, Christina Aguilera und Madonna, die 2003 gemeinsam bei den Video Music Awards auftreten und ja, sich auf der Bühne küssen. Damals ein Skandal. Madonna ist aber nicht nur für einen kurzen Auftritt mit den neuen Popgöttinnen zu haben. Sie singt auch auf Britney Spears Album In The Zone. Und zwar gleich den Eröffnungssong Me Against The Music. In The Zone ist schon Album Nummer 4 für Britney Spears. Und es ist ihr 4. Album, das auf Platz 1 der Charts landet. Es fällt durch einen neuen Sound auf. Mehr R&B, mehr Hip-Hop, mehr Einflüsse von Dance-Music. Britney Spears co-produziert fast alle Songs und sie schreibt einige davon auch selber. Aber das Album In The Zone wird auch aus einem anderen Grund gerne als Wendepunkt ihrer Karriere beschrieben. Es ist nämlich das erste Album nach einer in die Öffentlichkeit gezogenen Trennung von Justin Timberlake. In ihrer Autobiografie erklärt Britney Spears, nicht sie hat damals mit Justin Timberlake Schluss gemacht, sondern andersrum. Beide hatten angeblich Seitensprünge, aber in ihrem Buch, da schreibt sie jetzt: In den Medien wurde ich als Schlampe beschrieben, die Amerikas Goldjungen das Herz gebrochen hatte. Die Wahrheit, ich hing wie betäubt in Louisiana fest, während er glücklich durch Hollywood tingelte. Und Justin Timberlake, der schlachtet die Trennung dann sogar musikalisch aus. Der ist nämlich gerade dabei, seine Solokarriere zu starten. Im Song Cry Me a River geht es um eine untreue Person, die im Musikvideo Britney Spears erstaunlich ähnlich sieht. Der Gedanke daran, wie ich ihn betrogen hatte, verschaffte Justins Album einen existenziellen Twist, ein Ziel, es einer untreuen Frau heimzuzahlen. Damals liebte die Hip-Hop-Welt Skandal-Stories zum Thema Fuck you, bitch. Sich an Frauen für angebliche Untreue oder Missachtung zu rächen, war in jenen Tagen schwer in Mode.
Eminems extrem gewalttätiger Rachesong Kim war ein Mega-Erfolg. Das Problem mit diesem Narrativ war in unserem Fall nur, dass es so überhaupt nicht gewesen war. Es gibt noch eine Enthüllung der Autobiografie, die mit dem Album In The Zone irgendwie verwoben ist. Britney Spears schildert, dass sie vor ihrer Trennung von Justin Timberlake schwanger ist. Die beiden entscheiden sich auf Timberlakes Wunsch für eine Abtreibung. Die muss allerdings streng geheim stattfinden. Im Buch beschreibt Britney Spears diese Erfahrung, von der damals nur eine einzige Vertraute weiß, als ziemlich traumatisch. Ohne ärztliche Betreuung nimmt Spears die Abtreibung alleine zu Hause vor und braucht eine ganze Weile, um sich körperlich und auch psychisch davon zu erholen. Das Musikvideo zum Song Every Time, die Ballade auf dem Album In The Zone, interpretieren seit der Veröffentlichung der Autobiografie jetzt viele Fans ganz anders. Vielleicht erinnert ihr euch noch ein bisschen an das Musikvideo. Da wird ein Suizid angedeutet und eine der allerletzten Szenen, die im Krankenhaus spielt, zeigt ein neugeborenes Baby. Aber kommen wir mal wieder zurück zu dem großen Hit des Albums In The Zone und dem erfolgreichsten Song in Britney Spears Karriere, Toxic. In dem passiert ganz schön viel. Man hört Beats, Streicher, Surfgitarren und man hört ein hochgepitchtes Sample aus einem Bollywood-Soundtrack. So klingt der hier nämlich eigentlich. Produziert wird der Song vom schwedischen Duo Bloodshy and Avon. Die haben beim Schreiben des Songs eigentlich Janet Jacksons Stimme im Kopf. Dann bieten sie den Song Kylie Minogue an, aber letztendlich landet er dann auf dem Schreibtisch von Britney Spears. Und die hat was Besonderes draus gemacht. Deswegen hört ihr den Song jetzt zum 20. Jubiläum des Albums In The Zone. Hier ist Britney Spears mit Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. The taste of your lips.
Toxic von Britney Spears. Vor 20 Jahren veröffentlicht auf dem Album In The Zone. In diesen 20 Jahren ist echt viel passiert. Und wenn man Britney Spears Autobiografie liest, dann klingt das wirklich eher wie eine Horrorgeschichte. Da kann man kaum glauben, dass sie trotzdem so viele tolle Songs veröffentlicht hat. Aber das hat sie aktuell wohl erstmal nicht mehr vor. The Woman in Me heißt die Autobiografie von Britney Spears und die ist gerade im Penguin Verlag erschienen. Das war's dann auch für heute von meiner Seite. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Jessie Hughes und ich sage ciao. Bis morgen.